Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Runde Wobbly Live 075. Ich zeige euch, wie man komplett alle Artefakte für das Ocean Collection Set finden könnt, ja. Das ist ein bisschen mühsamer gewesen, auch sehr zeitintensiv, da hier Angeln angesagt ist, um an alle Items zu kommen. Und da sich rausgestellt hat, habe ich auch eine Zeit lang an falschen Stellen zum Teil geangelt. Das ist dann natürlich auch gut. Ja. Das werdet ihr dann aber auch im Laufe des Videos sehen. Dennoch musste ich das Video jetzt schon stark komprimieren. Und habe versucht, da jetzt so das Wichtigste drin zu lassen. Und vielleicht noch so ein paar nette Stellen, die jetzt zusammengekommen sind. Des Weiteren habe ich aber auch das Video, wie die anderen auch, mit Sprungmarken versehen. Also könnt ihr jederzeit auch vorspulen, falls euch jetzt manche Sachen mehr interessieren und hier ein bisschen das Geplänkel zwischendrin. Irgendwelche Abgaben jetzt von den Museums, also von den Artefakten zum Museum. Wenn ihr da die Abgaben jetzt nicht sehen wollt, könnt ihr das natürlich auch überspringen. Ich habe es jetzt zum Teil halt einzeln noch abgegeben, weil mir das halt dann wichtig war, dass ich die nicht verliere, die Items. Und da ihr aber sehen sollt, wo es dann weitergeht, habe ich das halt eben nicht alles zerstückelt. Das ist jetzt eh schon zum Teil aus verschiedenen Aufnahmen zusammengesetzt, weil es halt doch einfach zeitintensiver ist. Deshalb ist dieses Video jetzt nicht am Stück entstanden, ja. Dennoch war es mir jetzt wichtig, dass ihr eine durchgehende Qualität habt von allen Videos. Und das natürlich auch schön zusammenpasst. Wir holen uns hier in der ersten Aufgabe, habe ich mir auch gleich die Angelquest mitgeholt. Da ich die hier jetzt noch gar nicht gemacht habe. Da winkt einem nämlich auch eine kleine Belohnung. Was Klamotten angeht. Und des Weiteren habe ich jetzt auch genau den Angelspot E, zu dem ich hin muss. Also ist es jetzt eine Win-Win-Situation sozusagen. Denn für den Fischerjob, da müsst ihr einmal den Fischerjob halt abschließen. Das heißt hier in dem Fall 5 Fische angeln und am Hafen abgeben. Und dann bekommt ihr Fischerklamotten oder Anglerklamotten, ja. Fisherman's Collection ist das. Fisherman Clothes Collection, ja, so heißt die. Und um das Artefakt zu bekommen, um das es hier ja auch eigentlich geht, müsst ihr hier, um die Perle zu erhalten, müsst ihr hier nach vorne segeln. Dort erscheint jetzt gleich ein altes Wrack. Da müsst ihr euch drüber positionieren. Und wenn ihr richtig steht, dann habt ihr die Perle relativ schnell. Ja. Also das ist wirklich entscheidend, dass ihr halt einfach richtig steht. Da machen ein paar Meter dann doch schon was aus, wie sich an anderen Stellen dann doch rausgestellt hat, wo ich mich auch ein bisschen geirrt habe. Aber keine Sorge, die Fehlversuche habe ich eigentlich rausgeschnitten. Da sonst wäre das Video sehr, sehr lang. Ich habe auch im Allgemeinen ein bisschen halt geangelt, das kommt ja auch noch dazu. So, dann schauen wir doch mal. Und der Fisch ist frisch oder nicht? Oder gibt's Seeigel-Alarm? Oder Einkaufswagen? Terror? Nein. Man weiß ja nie, was so rauskommen kann für einen Zong. Na. Ja. Und wer sagt's? Dü, dü, dü. Ein schöner Stiefel. Ich meine, wenn wir jetzt natürlich Glück haben, kriegen wir noch einen zweiten Stiefel, dann haben wir wenigstens ein paar. Aber die können wir ja nicht mal verkaufen.
Na, ja, komm schon. Ja. So ein bisschen garstig. Ihr seht, links und rechts. Das war schon ein bisschen wilder dagegen. Ja. Jetzt aber, oder? Na, reicht nicht ganz. Na, war klar, auf den letzten Drücker noch. Muss man nochmal das Spielchen machen. So, jetzt brauchen wir nur noch 4 Fische. Und hoffentlich auch gleich das Artefakt dabei. Na. Okay, okay. Na, komm schon. Ja, ihr seht, das ist immer ein Hin und Her. Und ein Hering. Hering. Und es brauchen noch 3 Fische. Und das Artefakt. Bisschen Gewohnheitssache mit der Steuerung vom Angeln, dass man immer die rechte Maustaste gedrückt halten muss und mit der linken auswirft und dann die linke wieder loslassen muss. Ja, das ist auch schon ein bisschen irritierend. Und hier muss man ja immer gegenlenken. Ja, und wenn der Fisch dann aufhört zu zappeln, dann erscheint da oben in der Leiste, ihr seht es, da rechts die Maus und blinkt die linke Maustaste. Und dann muss man auch wirklich die linke Maustaste gedrückt halten und dann wird die Leine eingeholt. Und geht das Symbol weg, müsst ihr aufhören. Weil sonst gibt es so einen Schaden sozusagen oder so eine Strafe und dann geht der Fisch wieder weiter weg. Und zieht er sich wieder von der Leine los. Ah, genau. Darauf habe ich doch gewartet. Sehr gut. Und wir haben die Perle. So muss das doch sein. Perle. Perle. Na gut, die letzten 3 Fische sollten ja jetzt auch wohl nicht lang auf sich warten lassen. Hauptsache, das ganze Fisch ist nicht voller Seeigel oder Einkaufswegen. Da kommt jetzt natürlich die Frage, kann man denn die Einkaufswegen einschmelzen und Eisenbahn draus craften? Oder gibt es da eine Redstone-Schaltung für die Maschinen dann? Kann man das kombinieren? Kann man da eine Maschine bauen, genau, die mit Redstone funktioniert? Oh, falsches Spiel. Also gerade zum Metalle schmelzen oder sowas könnte man sich natürlich auch noch einfallen lassen hier irgendwie. Das wäre doch nett, wenn man sich da irgendwelche Gegenstände herstellen könnte. Also müsste kein tiefgreifendes Crafting-System sein, aber vielleicht so, ja, so grundlegende Sachen wäre schon vielleicht zu belegen. Wo man vielleicht sogar Geld damit verdienen könnte. Dass man das gerade an irgendeinen Händler verkaufen kann dann oder so. Und vielleicht halt selber auch Sachen herstellt, natürlich. Das macht es ja keinen Sinn, ne? Also, ist ja klar. So, noch 2 Fische. Lang durft's ja nicht mehr dauern. Na? Und der letzte Fisch. Komm schon. Wirst du es schaffen? Letzter Fisch, lass bitte nicht so lang auf dich warten. Gib dich lieber gleich. Komm einfach mit. So, da haben wir eine Flunder. Sieht aber platt aus.
So, und ab geht's zurück zum Hafen. Damit wir unseren Fisch abgeben können und natürlich, viel wichtiger, unsere Perle auch gleich ins Museum bringen. Ja. Also das ist mir auch zu unsicher, die irgendwie noch weiter bis zum nächsten Artefakt mitzuschleifen. Da passiert irgendwas, dann kentert das Boot oder ich weiß nicht, nee. Das fange ich gar nicht an. Das würde ich euch auch nicht empfehlen. Gebt lieber das Item gleich ab. Das ärgert ihr euch nur, wenn es weg ist. Aber ich habe da schon einiges erlebt, dass Items irgendwo durchgefallen sind und der Glitch-Bug zugeschlagen hat. Dass irgendwelche Gegenstände, wenn man dann zu schnell ist oder so unter Umständen oder blöd landet, dass die dann durch die Oberfläche geschoben werden von dem Gegenstand und dann hängen die drin, fallen durch die Welt, sind weg. Ja. Sowas zum Beispiel. Und das habe ich auch noch in den aktuellen Patchstand immer wieder noch gehabt, so Sachen. Nicht mehr so häufig. Toi toi toi, da haben sie ja viel gemacht. Rubberband Games. Schwer am Bugfixen, finde ich gut. Aber leider Kleinigkeiten gibt's noch. Also wenn ich jetzt auch Richtung Hoverboard sehe, wenn ich schnell mit dem Hoverboard unterwegs bin, dann kann es halt doch mal passieren, dass ich irgendwo in den Gegenstand reinfahre und dann richtig stecken bleibe. Also das habe ich jetzt mehrfach schon gehabt. Und wenn ich Pech habe, komme ich da gar nicht mehr raus, ja. Also, ich kann dann vom Board absteigen, aber ich hänge irgendwo in der Luft. Und, der Körper steckt dann irgendwo in einem Gegenstand mit drin, ja. Das ist natürlich ungünstig. Klar, man kann sich natürlich immer respawnen. Das geht schon. Aber halt, man kommt so nicht mehr ohne Reset da irgendwie jetzt raus, ja. Und da habe ich schon so 3-4 Stellen auf jeden Fall gehabt, wo man das jederzeit reproduzieren kann. Also wie gesagt, dadurch, dass wir ja jederzeit die Möglichkeit haben, eigentlich über Escape-Button, hier über das Hauptmenü dann Respawn zu sagen, ist das ja kein Drama, alles in allem. Aber kann natürlich schon mal blöd sein, wenn man jetzt an einer Stelle ist, wo man eben nicht nochmal hinlaufen will. Ja. Und hatte vielleicht auch jetzt einen Gegenstand dabei und hat da nur irgendwie gerade rumgeblödelt und der Gegenstand liegt da jetzt noch oder so. Das wäre natürlich dann auch ungünstig. Also, dass man mal geschwind halt da rumgetestet hat und das, den Gegenstand abgelegt hat, ne? Dachte sich, ja, den nehme ich ja gleich wieder mit. Edge Badge dann oder so. Und wenn ihr Pech habt, wenn es halt so weit weg ist, wie war das, war nach 10 Minuten oder sowas, die spawnen die Gegenstände. 10, 15 Minuten irgendwo, da ist das Zeitfenster. So, dann gehen wir mal die ganzen Fische ab. Damit ihr das hier nicht mehr länger angucken müsst. Damit wenigstens mal die erste Perle weg ist. Ja, Maoki-san kommt jetzt auch gleich mit zum Museum, das wir zusammen abgeben. Mal rüber. Wir haben noch 2 Mitspieler bekommen. Die wollen vielleicht auch mit abgeben. Unter Umständen. So, Fisch um Fisch. Ich glaube, geschickter ist es natürlich, wenn man 2 Fische gleichzeitig abgibt. Könnte man auch mal probieren. So. Vielleicht. Stinkestiefel? Nein. Genau, 2 Fische und dann können wir abgeben.
Und der letzte. So, und damit haben wir auch die Fishing Closes freigeschaltet, ja. Falls ihr sie noch nicht habt. Das Nette beim Angeln ist, ihr könnt auch jederzeit so irgendwo frei angeln mit den Schiffen und die Fische dann abgeben. Dann kriegt ihr direkt das Geld und ansonsten kriegt ihr über den Auftrag, kriegt ihr dann halt erst wenn ihr diese 5 Fische aus dieser Region auch dort abgegeben haben, kriegt ihr dann dort Geld. So, und jetzt geben wir schnell die Perle noch ab. Endlich. Das Ganze zieht sich halt ein bisschen. Deshalb wird auch das ganze Video etwas länger werden wie die anderen. Ließe sich jetzt leider nicht vermeiden. Ist schon sehr stark zusammengeschnitten. Aber möglichst, dass ihr halt eben doch noch seht, wo ihr hin müsst. Und da natürlich halt man die Perle unter Umständen oder die anderen Artefakte nicht gleich auf Anhieb findet. Und ich auch etwas suchen musste. Ja, ist das halt alles auch nicht in einem Clip zusammenhängend entstanden, ja. Und wir sind schon fast bei der Oma. Hier können wir ja dann irgendwo ein Auto krallen. Ich glaube, wir nehmen uns irgendwas, wo wir die Perle reinmachen können. Das wäre vielleicht gut, dann müssen wir nicht die ganze Zeit rumfliegen. Na, was nehmen wir denn da? Ja, hinten so ein Wobbly-Laster ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, ich komme. Wobbly-Laster im Anmarsch mit. Und wir bringen eine Perle. Perle für dich. Ach, genau. Oh, nein, nicht weg. Bleib da. Was es nämlich sonst noch gibt, was ich gerade sagen wollte, die Garagen gibt es jetzt auch bei Wobbly hier mit Garagenknöpfen, gell? Da kann man die aufmachen. Ja. Da kann man Autos reinparken. Und wir haben vorher so einen Bug von, wenn du das Auto in der Heim machst, klemmt es da fest und man klemmt. Was, dann klemmt es im Tor fest, das Auto, ja, oder was? Ja, oder klemmst du sogar im Tor fest. Was, und man selber auch? Ja, also auch wie mit dem Hoverboard. Wenn du dich da nur festhältst und dann einer hoch macht, müssen sich das verhalten. Das wollte ich gerade testen. Okay. Und das wollte ich gerade machen. Ja, das muss man mal zeigen, wenn das klappt. Warte. Warte. Okay, in der Innenstadt sind alle weiteren Mitspieler. So, da mal Richtung Museum. Ab geht's. Voll Stoff, würde ich mal sagen. Ja. Cool. Na, hier ist jetzt. Hier kann jetzt auch nicht so viel passieren, da ich jetzt eine geschlossene Ladefläche habe. Kann man sich rausfallen. Jetzt gucke ich, ob die Mitspieler ja auch noch mit abgeben wollen im Museum. Maoki-san ist schon auf dem Weg Richtung Museum. Man mag schon reingucken. Ah, die sind gerade fertig geworden mit dem Disco-Job, ha? Und wollen wohl Geld abgeben. Wo sind sie denn hin? Sind sie in die Bank? Ja. Und haben sie die schon? Na, kennen sie die? Das weiß man ja jetzt nicht. Scheint sie noch nicht zu haben. Okay. Dann gehen wir doch mal zusammen ab. Auf ins Museum!
Damit haben wir dann das erste von 4 Artefakten abgegeben. Schon mal safe wenigstens. Was, dann bleibt die Hand klemmen in der Garage? Weg dann. Verdeckt. Ein bisschen buggy, wobbly Garage. So, dann gehen wir nochmal zusammen ab. Sehr gut, wir haben dieses Artefakt noch nicht. Und jetzt holen wir uns das Korallen-Artefakt. Da sind wir gleich da. Das ist am Seegrasbiom, sind wir. Wo sieht man das, wo oben? Wenn du angelst, siehst du da oben beim See. Ich sehe das gar nicht bei mir. Ah, weil ich hab ja den Auftrag hier. Siehst du es auch? Nein, ich habe den Angelauftrag, das sehe ich nicht. Guck, ich habe hier rechts nichts. Aber wenn du fischen willst, dann kommt es erst. Siehst du? Wenn du angeln willst, kommt es. Ja, also das kommt erst mal Angeln. Mit der Anzeige stimmt ja. Na, freilich. Das kommt ja nicht einfach so, die Anzeige. Dann hätten wir es ja die ganze Zeit auf dem Schirm. Du änderst immer das Biom, ja? Und wir sehen, wie sich das Also wenn ich mir dann so den Himmel angucke, das hat irgendwas davon, als würde ich hier auf das Ende der Welt zusegelt, oder? Also als wäre das hier so eine Scheibe. So wirkt's gerade. Da hinten kommt dann der Wasserfall und da geht's dann runter. Na, da sehen wir doch ein Korallenriff vorne, das sich abzeichnet im Wasser. Ja, wir kommen näher. Gleich noch ein bisschen. Doch, ich sehe es da oben, das Korallenriff. Ist schon das Zeichen da. Okay, aber rein optisch packe ich mich doch genau über die Korallen. Das ist doch am schönsten. Nur bitte nicht die Korallen rammen, die Armen. Weißt du, du bist runtergefallen. Echt jetzt, warum denn? Nein. Aber da fahre ich also mit dir. Nein, nein, meine Maus ist irgendwie blockiert. Jetzt. Hallo. Ich habe in meiner verrückten Welt noch gar nicht diesen Artefakt, wo die Wasser. Was ist das? Eine Seegurke. Die kann man auch essen, glaube ich. Aber man hat auch einen Fisch mit See. Ich glaube, Seegurke ist nicht so. Ich glaube, Seegurke ist recht bäh. Okay. Was? Ein Angelfisch, ein Angelfisch. Und der Engelsfisch ist das nämlich, nicht der Angelfisch. Angelfisch, also Angel ist der Engel. Auf Deutsch. Engelfisch? Engel? Mhm, wie der Engel. Wie der echte Engel. Ja, genau. Wie der echte Engel. Wieder der Engel von der Hamburg-Mannheimer bestimmt oder so. Was haben wir hier? Ein grünes Seepferdchen.
Juhu! Wir haben das Seepferdchen! Seepferdchenabzeichen! Juhu! Hallo. Und da kommt Morgisan wieder. Cool. Das darfst du ja nicht verlieren, sonst ist er wieder ärgerlich. Ja. Ist okay. Ja, yeah, Seegras, ich hab's schon vermisst. Ich hab's schon vermisst, ja. Muss ich euch schon sagen. Und cooler Pokal, ja. Den man abgeben kann. Im Museum. Jetzt mach ich aber den nächsten Mal wieder aus. Das funktioniert erst. Och, nö. Das funktioniert wieder erst bei mir. Das ist gut. Dann kannst du ja zum Beispiel Fotos machen oder so. Oh, die kann ich mir rüber kopieren. Und was haben wir hier? Eine Koralle! Koralle! Juhu! Yeah! Koralle! Also wenn das nicht Korall ist, weiß ich auch nicht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das erstmal abgeben. Aber ich bin mal anders dann, bitte, okay? Okay, aber hier willst du ja deinen Pokal abgeben auch, oder nicht? Du willst beides abgeben, oder nicht? Hier der Pokal? Was mit dem? Lass den Pokal da. Du kannst ja wechseln. Du kannst ja erst mit dem und dann dem anderen oder so. Okay. Allerdings habe ich sogar noch den Angelauftrag. Den mache ich jetzt noch zu Ende. Wir sind ja eh Richtung Hafen dann. Wie lange dauerst du? Du kannst ja natürlich auslocken oder auch noch was anderes machen. Okay, lock mich doch mal aus. Und dann wartest halt im Museum auf mich. So, ihr habt gesehen, die Koralle ging jetzt relativ fix. Mir fehlt jetzt immer noch das Artefakt bei der Windmühle. Und das andere fehlt mir auch noch bei der Eiscreme-Bude. Na? Ich muss ja wieder bei dir heilen, gell? Genau, ich lade dich wieder ein. Na? Gibt ein bisschen Stoff. Und weiter geht's. Weiter. Ich werde hier noch schnell zu Ende angeln. Dann Fisch abgeben. Und dann geht's zum Museum. Und holen uns die restlichen Artefakte. Guck mal die Augen. Nein, warum? Die armen Augen. Die Augen. Das Plastik-Kunstgebiss, das braucht doch seine Augen. Wenn man erstmal die Musik werde ich eingewickelt, mein Kuscheltier. Lass mir so arg gelobt. Eigentlich.
Und wir schippern Richtung Hafen. Aber wie gesagt, gleich kommt hier noch der Fischgrund. Das nehme ich noch mit. Da gibt es noch ein bisschen Zusatzgeld. Kann nie schaden. Dann kommen wir vielleicht ja sogar mal wieder in den Bereich, wo man sich die Villa kaufen könnte. Einer der drei oder vier? Sind es drei oder vier Villen? Ich glaube vier, gell? Vier. Vier, ja. Auf jeder Seite zwei. Oder was ja noch gut wäre, es gibt ja schon eine Werkstatt, wo man die Autos und so umsprayen und umlackieren kann. Warum kann man die eigentlich nicht tunen? Alles so weit mit Tunen. Ja, tunen wäre cool. Ja, tunen ist halt, also tunen ist aber wirklich schneller machen. Aber wenn ich es anmal, ist es halt angemalt. Ist halt lackiert, aber mehr nicht. Aber es verändert keine Eigenschaften vom Fahrzeug. Aber wenn man jetzt den Motor noch mal ein bisschen schneller machen könnte oder besseres Fahrwerk oder so, wenigstens so ein, zwei Sachen, wäre ja schon cool, wenn man das Auto in verschiedenen Stufen hätte oder so. Das wäre cool. Zum Beispiel Monster Truck irgendwie so in Standardversion und dann drei, vier gepimpten anderen. Und das ist halt auch gerade für die Boote. Da würde ich mir voll das krasse Fischerboot machen. Voll mit Turboantrieb. Wenn man das so ein bisschen irgendwie so customizen könnte, dass man das modular, egal welches Fahrzeug das ist, vielleicht sogar dran machen könnte. Das wäre natürlich auch interessant. Dass man halt drei, vier so Slots hat, wo theoretisch was dran kann. Und dann kann man von dem halt hin und her variieren und man könnte das jetzt an verschiedene Fahrzeuge ranpacken. Das hätte dann auch wieder zum Beispiel sowas von wie bei Roblox, How Build a Boat, also Build a Boat to Survive oder For Treasure, ne? So in die Richtung. Wäre doch ganz cool. Oder wie Trailmakers. Oder wie Scrap Mechanic, gell? Was sagt die Oma? Wollte sich so streiten. Weil die das Geschwätz nicht erträgt. Aber das ist ja was Lustiges. Das ist ja vom Loriot. Unheimlich. Warum ist hab denn deinen Kopf her mit Brut überleert? Spaß. Oh. Hast mich veräppelt. Guck mal, wie es aussieht. Hier, alles sieht wie eine Fertiglinge aus, gell? Mein Essen ist fertig. Wenn man bei einem Essen auch. Genau, das. Ja, genau, das ist so eine Glocke. Und was haben wir jetzt? Ein Schwertfisch. So, und weiter. Kein Artefakt. Was wirklich kein Artefakt, sagt er dann. Sagt er das? Ja, warum sagt denn er das auch? Ich finde es jetzt schon komisch, wenn er das so sagt. Warum denn überhaupt? Wir haben ein Artefakt, genau. Damit habe ich jetzt 2 von 4. 2 von 4. Wie ich auch. Weißt du, so, und jetzt habe ich hier einen kleinen Sprung gemacht. Nämlich Richtung Museum, gleich zum Abgeben. Ihr wollt ja jetzt nicht mit angucken, wie ich hier massig Fische abgebe.
denke ich mal nicht. Nur ich wollte das Artefakt gleich auch abgegeben haben. Ist mir dann sicherer gewesen. So, und jetzt gucken wir noch, dass wir noch einen dritten Spieler hier dazu bekommen, der auch das Artefakt braucht. Wenn eine genügend Geduld vorhanden ist. Gell. Oder auch nicht. Nun gut. Jetzt haben wir es abgegeben. Ich hätte das gerne jetzt auch noch jemand anders gegeben, aber naja. So, damit haben wir jetzt 2 von 4. Da haben wir alle. Wie viel fehlen bei dir noch? Du hast auch alle. Na gut. 100 von 100. Okay. Wir suchen jetzt nächste Angelartefakt. Genau. Ist so bei Versuchungsball Eisen. Okay. Wird's anders eingebaut in ein anderes Video, wie man die Perle geht. Gell? Mhm. Genau. Im anderen Video sieht man, wie wir die Perle holen. Hi. Vielleicht gerade unten. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Ich muss ja eh das Boot holen. Ich muss einen großen Bogen fahren. Wir könnten doch mal. Bist du dumm? Wir könnten uns mal. Eine Geiter nehmen. Und dann brauchen wir ein Fischerboot. Oder nicht? Bringt mir ja nix ohne das Boot. Hm? Bringt mir ja nix ohne das Boot. Aha. Du könntest das Boot festhalten und mich, dann wärst du mit dem Boot wegfliegen. Ja, das wäre ja cool, wenn man das jetzt auch noch fliegend hinkriegen könnte. Hm? Fliegend fischen oder dem Boot Flügel verleihen. Ein Flugboot. Ein Angelflugboot. Nein! Oder so ein Turbo-Katamaran. Okay, das ist zu nah, da müssen wir weiter weg. Zu nah am Land. Mm-hmm.
Na komm schon. Gibt's aber nicht. Ja klar. So ein garstiger. Einer. Wuhu. Tschüss, denke ich, Stiefel. Nicht auf meinen Kopf. Jetzt tue ich mich ja schon selber in Sorgen, oder was? Tschüss. Angeln. Na, angeln. Na, komm schon. Hätte ich mich nicht verklickt gerade eben. Yeah! Und wir haben das dritte Artefakt. Seashell Turtle. Sea Turtle Shell oder so. Ja. Wuhu! Alrighty. So, dann mal ins Museum damit. Ich wäre ja schon fast auf Exit. Das war natürlich verheerend. Weil mich, ich als Host, dann hätte ich das Spiel beendet und dann wäre alles weg gewesen. Wie können wir dann am schnellsten hier rüber? Brauchen wir überhaupt den Kutter? Ich glaube, das mache ich anders. Hm. Aber ich will auch den Fisch abgeben. Naja, dann fahren wir halt darüber zum Hafen. Nein, natürlich nicht dahin. Falsch. Ich muss doch zum Museum. Oh, bitte nicht. Also das Motto gilt. Sobald ihr Artefakte habt, lieber langsam machen. Schaut, dass ihr das Ding lieber heil und unbeschadet darüber bringt. Bevor ihr irgendwo dagegen bockelt, das rausfliegt und dann unter Umständen irgendwo die Küste runterfliegt oder irgendwo dann verschwindet, weil es im Wasser landet oder so. Also, alle schon gehabt und sehr frustrierend. So. Jetzt haben wir den Schildkrötenpanzer. Wuhu!
Ach. Wir kürzen mal doch eine Runde ab. Und wir versuchen gleich das vierte Artefakt zu kriegen. Das werden wir jetzt auch noch schaffen. Nehmen wir doch gerade wieder unseren Schiffskure, den Gläuchen. Der hat ja gerade schon Glück gebracht. Jetzt haben wir auch noch das Artefakt gefunden. Ich bin doch ein paar Meter weiter nach hinten und habe dann festgestellt, dass sich der Wassertyp hier ändert und habe hier doch ein bisschen noch versucht zu angeln. Das ist dann nämlich Deep Water und nicht dieses andere, was sagt er hier, wenn man nämlich zwischen denen ist, ist nämlich ein anderer Wassertyp, dann ist es höher. Ah, und damit haben wir das letzte Artefakt. Endlich! Hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich nicht im falschen Gebiet geangelt. So kann es gehen. Was da so ein paar Meter ausmachen. Also wichtig ist, dass ihr hinter den Windkrafträdern, dass ihr da angelt, dass da Deep Water. Ja, es sind ja Kraftwerke, die Windräder. Okay, dann heißt die nur Windräder. Okay. Aber es ist ein Kraftwerk, das Strom herstellt. So, und dann haben wir nämlich das vierte Artefakt, das wir abgeben können. Juhu! Da bin ich ja mal gespannt, ob unsere Klamotten-Collection, was es da gibt, cooles. Du weißt schon was? Okay, ich habe mir das noch nicht so angeguckt. Gucken wir mal. Ganz ruhig. Du hast ein Artefakt gefunden. Und damit haben wir das vierte. Die riesige Muschel. Vom Boden des Ozeans. Wow, du bist richtig beschäftigt gewesen, richtig fleißig gewesen beim Fischen. Dieses Artefakt stellt die Ocean Collection fertig. Wuhu! Und damit haben wir die Ocean Close Collection. Genau, das müssen wir uns mal gleich angucken. Das war ich mit meinem K-Leiter. Aber du kannst auch so gut landen. Wenn nicht sogar noch besser. Wo haben wir es denn? Der Froschkopf. Ein Taucherhelm? Oh. Sehe ich aus wie eine Krake? Nein. Schon wie eine Schildkröte. Na doch. Kann man unter Wasser laufen? Wollte ich mal jetzt testen. Wahrscheinlich nicht. Wenn man ja um sich rum beim Anziehen hat, hat man so eine Gaskugel gekauft. Nee, also er kann nicht unter Wasser atmen. Also das funktioniert nicht. Das haben wir schon mal. Das habe ich ja gerade ausprobiert. Ja, ich bin ja gerade abgesoffen im Schwimmbad. Mhm. Ich habe mich einfach ins Wasser gelegt mit X.
So. Cool, damit haben wir jetzt auf jeden Fall unsere Ocean Close Collection. Und ich freue mich, dass ihr soweit zugeschaut habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.